Was haben Bill Gates, Boris Johnson und Joe Biden gemeinsam? Das sind alles Fans von Mini-Reaktoren. Sie sagen, der Einsatz dieser kleinen Kernkraftwerke, die am Fließband hergestellt werden können, das ist die Rettung gegen den Klimawandel. Schauen wir uns doch das mal genauer an. Was ja jetzt kommt, ist ja wieder ein Video, wo es natürlich um Kernenergie geht. Also nicht natürlich, es geht um Kernenergie. Und ich weiß, da sind die Lager wirklich teilweise sehr weit voneinander entfernt. Ich möchte einfach mal dafür plädieren, lasst uns doch mal gemeinsam auf die Brücke gehen. Wir sind ja offenbar alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind daran interessiert. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Schauen wir doch mal mit einem gewissen Wohlwollen auf die Argumente der anderen Seite, der jeweils anderen Seite, und kommen dann am Ende zu der Schlussfolgerung. Mal gucken, was dabei rauskommt. Zunächst mal, man kann ja durchaus verstehen, dass die Vorstellung, Kernenergie zu nutzen, eine unglaubliche Faszination ausübt. Denn Kernphysik ist ja eine Wahnsinnsphysik. Und sie ist sehr erfolgreich. Also Kernphysik ist ja die Physik, vom Aufbau der Materie, also dass man herausgefunden hat, dass 99,9% der Masse eines Atoms in einem winzig kleinen Atomkern konzentriert sind, dass dort eine Kraft existieren muss, die selbst, obschon die Teilchen sehr nah beieinander sind und gleiche Ladungen tragen, hier die Protonen nämlich, sind ja positiv geladen, dass trotzdem eine Kraft da ist, die diese Abstoßung von gleichnamigen Ladungen überwinden kann. Also stärker ist, aber nur auf einen winzig kleinen Raumbereich beschränkt ist. Und dass man das überhaupt rausgefunden hat und dass damit natürlich auch schon sofort der zauberhafte Gedanke kommt, stell dir mal vor, man könnte diese Kräfte, die in diesen kleinen, wirklich fast völlig unsichtbaren Volumina gespeichert sind, man könnte diese Kräfte nutzen, man könnte diese Energien nutzen, um damit Arbeit zu leisten. Wenn da so viel Energie drin ist, ja, dann braucht man ja kaum Brennstoff, um ungeheure Mengen an Energie freizusetzen. Und damit macht man elektrische Energie und so weiter und so weiter. Also die Vorstellung ist schon gut. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil man hat was verstanden. Man hat was von der Natur verstanden. Und diese Bedingungen, also Kernreaktionen, die Spaltung von Kernen, genauso wie die Fusion von Kernen, überhaupt technisch realisieren zu können, das ist dann keine Grundlagenforschung mehr, sondern das ist die technische Variante von Kernphysik, nämlich in einem Reaktorkonzept. Und Reaktorkonzepte gibt es ja viele. Siedewasserreaktoren, Druckwasserreaktoren und so weiter. Aber das sind alles Spallationsreaktoren. Es geht also darum, Atomkerne zu spalten, also Kernspaltung, nicht Kernfusion. Darüber sprechen wir jetzt. Und wir sprechen auch nicht jetzt über die ganz großen Kraftwerke, die wir alle schon kennen, sondern wir sprechen über die Konzeptionen, die in den letzten Jahren immer häufiger diskutiert werden. Könnten nicht Mini-Reaktoren, also Mini-Kernkraftwerke, die Lösung sein, die am Fließband produziert werden und möglichst Tausende und Abertausende davon über die ganze Welt verteilt. Sowas wie grundlastfähige Mini-Reaktoren, könnten die uns nicht helfen, aus der Klimakrise rauszukommen? Ginge das nicht? Es gibt ja einige prominente Vertreter davon, dass eben die Mini-Reaktoren für den Klimaschutz ganz wichtig sind. Boris Johnson, Bill Gates, Joe Biden und einige andere mehr. Schauen wir doch mal bei der Internationalen Atomenergiebehörde nach, wie viele von diesen Mini-Reaktoren sind denn geplant? 70? Mit einer Einzelleistung von bis zu 300 Megawatt. Nur mal, um einen Vergleich zu setzen, die deutschen Reaktoren, also die deutschen Atomreaktoren, die noch am Netz sind, die haben eine Leistung zwischen 1300 und 1500 Megawatt. Also jeweils einer. Und diese 70 produzieren gerade mal 300 Megawatt. Das heißt mit anderen Worten, um die Leistung eines großen Kernkraftwerks zu präsentieren, braucht man 5 von diesen Mini-Kraftwerken. Manchmal sogar noch mehr, je nachdem. Also 300 Megawatt für so ein Mini-Kraftwerk ist schon ganz ordentlich. Tja, aber die Vorteile davon sind natürlich offensichtlich. Diese Kraftwerke, die würden in Fabriken gebaut. Das Design wäre modular, das heißt, man hat Standardbausteine, die in anderen Fabriken gebaut werden können. Das heißt, dieser Kraftwerkstyp kann in einer Fabrik zusammengebaut werden, so wie bei den Flugzeugen. Ja, die einen bauen den vorderen Teil, die anderen den hinteren Teil, wieder andere bauen die Kühlsysteme und so weiter. Das heißt also, wir können die ganzen Vorteile der Fließbandproduktion jetzt auch bei den Kraftwerken benutzen. Und damit hätte man eine Serienherstellung von Mini-Kraftwerken.
Also praktisch auch Synergieeffekte durch Normierung wäre ein ganz wichtiger Hinweis, dass man nicht unterschiedliche Bauteile braucht. Man kann die Kraftwerke an einem Industriestandort aufbauen und kann sie von dort eben dahin bringen, wo sie Energie freisetzen sollen. Also man kann sie wirklich da, wo die technische Infrastruktur zur Verfügung steht, um solche Kraftwerke zuverlässig zu bauen, da baut man sie auf und bringt sie dann dahin, wo sie zum Einsatz kommen sollen. Und vor allen Dingen, wenn sie dann ihre Zeit erreicht haben, dann kann man sie wieder recyceln. Das heißt also, man kann auch hier sowas wie eine Kreislaufwirtschaft einführen, genauso wie man das bei anderen Industrieprodukten auch machen kann. Ja, und dann sind die Reaktoren ja auch klein, das heißt, sie haben weniger Zerfallswärme, das heißt, sie haben überhaupt weniger Kühlprobleme. Es reicht sogar ein passiver Kühlkreislauf, also hier die normale Konvektion. Und wie immer bei der Kernkraft ist das Thema Risiko das Thema. Also welches Risiko gehen wir ein, wenn wir Mini-Kernkraftwerke verwenden in Zukunft? Und wie steht dieses Risiko im Vergleich zu dem Risiko des Klimawandels, der globalen Erwärmung? Also es geht um den Begriff des Risikos. Ja, und da gibt es ein ganz wunderbares Buch von Ulrich Beck, dem verstorbenen Soziologen, der war an der Münchner Universität und der hat 1986 bereits ein Buch geschrieben, Die Risikogesellschaft. Und in diesem Buch findet man unter anderem, wie ich finde, eine sehr prägnante Definition von Risiko. Es geht in diesem Buch um vieles, wie Gesellschaften mit den technischen Risiken, die sie eingehen, eigentlich umgehen, ob sie überhaupt damit umgehen, ob sie sie akzeptieren, ob sie sie verdrängen, ob sie sie offensiv bearbeiten. Also sind wir uns alle darüber im Klaren, mit welchen Risiken wir tagtäglich zu tun haben und so weiter. Das will ich aber gar nicht, sondern ich will hier den zentralen Satz in dem Buch, den wir für dieses Video brauchen, hier mal sagen, nämlich ein Risiko ist eine Zukunft, die nicht eintreten soll. Also ich finde, besser kann man es nicht formulieren. Also die Frage ist, gehe ich die Gefahr ein, dass hier, wenn ich etwas tue, wenn ich eine bestimmte Technologie einsetze, ich eine Zukunft kreiere, die nicht eintreten soll, die ich also nicht möchte, weil ihre negativen Auswirkungen auf mich, auf meine Umgebung, meine Bekannten, meine Freunde, praktisch auf alles, was mir irgendwie wichtig ist, so stark ist, dass ich sie in Gefahr bringe oder nicht. Das heißt, Risiken und Gefahren haben was miteinander zu tun. Und es ist eine ganz tolle Eigenschaft von uns Menschen, dass wir uns etwas vorstellen können, also extrapolieren und dann sagen, naja, wenn ich das mache, dann kann ich durchaus zum Beispiel einen Unfall haben. Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel über eine Schlucht bewege und dort ist also so ein Seil angegeben, dann gehe ich durchaus das Risiko ein, da runterzufallen. Eine Zukunft, die naturgemäß nicht eintreten soll. Also, das ist jetzt ein sehr strammes Beispiel gewesen, aber ich will darauf hinaus, dass wir uns im Klaren darüber sind, wenn ich jetzt in Zukunft das Wort Risiko verwende, dann geht es um eine Zukunft, die nicht eintreten soll. Und da können wir uns natürlich jetzt dann auch mal die Frage stellen. Zum Beispiel der Klimawandel. Der Klimawandel ist ja als globale Erwärmung, wenn wir das jetzt extrapolieren, wenn wir uns die Klimamodelle anschauen, eine Zukunft, die nicht so eintreten soll. Es soll nicht so weitergehen. Es soll nicht ständig wärmer werden und vielleicht sogar so warm werden, dass das Wetter einen total chaotischen Charakter kriegt, Extremwetterereignisse von einem Tag auf den anderen sich dramatisch niederschlagen, unsere Gesundheit gefährden, aber auch die ganz großen Trockenperioden, die ganz großen Überschwemmungen und dergleichen mehr, Anstieg des Meeresspiegels, Verschwinden der weißen Flächen, alles das sind Risiken, die wir eingehen, wenn wir ein Business-as-usual-Szenario tatsächlich durchziehen. Und deswegen sagen uns die Klimaszenarien, wir müssen innerhalb von ganz kurzer Zeit mit der Emission von Treibhausgasen runter, um genau dieses Risiko, das wir nicht wollen, also diese Zukunft, die uns da droht, weil wir sie nicht haben wollen, zu vermeiden. Also wir müssen runter mit den Treibhausgasemissionen. Und deswegen wird natürlich geguckt, woher können wir dann die elektrische Energie holen? Was wäre denn dann eine gute Maßnahme, um das zu tun? Die einen sagen, so schnell wie möglich viel erneuerbare Energie ausbauen. Das heißt also Photovoltaik, Windkraft, Solarthermie, Biogasanlagen, Wasserkraft und so weiter und so weiter. Die anderen sagen, oh, das reicht aber nicht. Die Energiedichte bei den Erneuerbaren, also die Energie pro Volumen bei den Erneuerbaren, die reicht nicht aus. Wir müssen an die Kernenergie ran, denn die produziert zwar Kohlendioxid,
beim Bauen, aber wenn die da mal laufen, diese Reaktoren, dann können wir große Mengen an Energie freisetzen und so weiter. Und in letzter Zeit wird vor allen Dingen das Konzept der Mini-Reaktoren wieder aufgenommen, weil man eben denkt, da ist das Risiko kleiner und damit können wir doch tatsächlich das große Risiko Klimawandel, also globale Erwärmung, können wir verhindern, indem wir das kleinere Risiko, also Mini-Reaktoren, dann eben eingehen. Kleine Reaktoren bedeutet, sie produzieren weniger Wärme. Das heißt, die passive Sicherheit ist möglich. Wir brauchen keine aktiven Sicherheitskonzepte mehr, um den Reaktor zu kühlen, sondern der kühlt sich von alleine durch die Konvektion. Und das reicht völlig aus. Einige machen sogar Werbung damit. Walk-away-Sicherheit. Du kannst verlassen den Reaktor, kannst ihn ganz in Ruhe lassen. Wenn da irgendwie eine Störung ist, dann schaltet er sich einfach ab. Sonst nichts. Ist natürlich schon ein Ding, dass also einige dieser Unternehmen sogar sagen, dass die etablierten Sicherheitsmaßnahmen, die wir von den großen Kernkraftwerken kennen, dass man die gar nicht mehr braucht dafür. Das heißt, ob insgesamt die Sicherheit dann wirklich zunimmt, weiß ich nicht. Zumal ja, klar, Störfallrisiko bei den kleinen Reaktoren ist geringer, aber wir haben es eben nicht nur mit wenigen Reaktoren zu tun, sondern mit Hunderten. Ja, wenn man die fossilen Ressourcen ersetzen will, sogar mit Tausenden und Abertausenden Reaktoren. Das heißt, auch da steigt das Störfallrisiko wieder an. Und dann haben wir noch das Problem, dass diese Reaktoren nicht irgendwo eingesetzt werden, sondern häufig in ganz entlegenen Gebieten, wo überhaupt kein Krisenteam in der Nähe sein kann. Und wenn man jetzt mal an die Unfälle denkt, die in der Geschichte der letzten 30, 40 Jahre so waren, dann war das eigentlich immer gut, dass eine Infrastruktur vorhanden war, dass also bei einem Unfall tatsächlich auch relativ schnell Krisenteams vor Ort waren, um dort die entsprechenden Maßnahmen, die dringend notwendig sind, um weitere Katastrophen zu verhindern, dann sofort einzuleiten. Aber das würden wir bei den vielen tausend Mini-Reaktoren nicht mehr hinkriegen. Abgesehen davon entsteht natürlich bei jedem dieser Reaktoren radioaktives Material, das auch nicht kontrolliert werden kann. Wir hätten dann eben statt 400 Kernkraftwerke, hätten wir möglicherweise 10.000 Kernkraftwerke zu überwachen. Und das produziert natürlich ein Sicherheitsproblem. Es gibt ein Kostenproblem in der Kernenergie, also für Kernkraftwerke. Und auch bei den Small Modular Reactors muss man leider sagen, da ist kleiner nicht gleich günstiger. Es gibt ein Gutachten vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, die sagen ganz klar, man müsse mindestens 3.000 von diesen Small Reactors überhaupt bauen, damit es sich lohnt, in die Serienproduktion einzugehen. Also summa summarum scheint es nicht so zu sein, dass dadurch, dass man das skaliert, dass man also automatisch mehr produziert, dass man hier auch bessere Erfolge hat. Und auch was die Bauzeiten und Betriebszeiten betrifft bei den Reaktoren, ist dieses Gutachten ziemlich negativ. Im Klartext heißt es, Planungs-, Entwicklungs- und Bauzeiten übersteigen die ursprünglichen Zeithorizonte in der Regel um ein Vielfaches. Die Erfahrungen mit historischen Small Modular Reactors deuten darauf hin, dass die Betriebszeiten von nicht wassergekühltem SMR-Vorhaben, also dann sind dann welche, die mit Natrium zum Beispiel gekühlt werden, kurz sind und der Rückbau sich als langwierig erweist. Wie ich an dieser Stelle übrigens nochmal sagen muss, historisch waren wir schon mal bei kleineren Reaktoren und dann hat man sich eben überlegt, um das Sicherheitsproblem besser in den Griff zu kriegen, bauen wir doch große Reaktoren, wir konzentrieren die Sicherheitsproblematik auf einen Ort und können damit besser gewährleisten, dass diese Kernkraftwerke auch sicher sind. Das war früher das Argument. Und jetzt ist das Argument genau andersrum. Diese kleinen Reaktoren, die wären jetzt sicher. Es ist interessant, wie sich hier die Risikobewertung von klein und groß verändert hat. Dann muss man sich mal vorstellen, wir hätten jetzt eine Uhr laufen und würden jetzt beginnen, Mini-Reaktoren tatsächlich auf unserem Planeten in nennenswerter Menge bauen zu wollen. Wie schnell würde das gehen? Wie schnell wäre diese Technologie, die bis jetzt an wenigen Stellen überhaupt nur gebaut worden ist, nämlich genau an einer gebaut worden ist, die anderen sind in Planung, und wann würde diese Technologie so einsatzbereit sein, dass wir sie sozusagen flächendeckend über den gesamten Planeten verwenden können, und zwar ohne zunächst einmal die Frage zu beachten, woher kriegen wir eigentlich die ganzen Rohstoffe dafür? Also woher kommt das Uran und so weiter? Wollen wir gar nicht betrachten, sondern einfach nur sagen, wie lange braucht eine Technologie, wenn sie praktisch vom Scratch, wie es im Englischen so schön heißt, also von einem weißen Blatt Papier aus gebaut wird, bis sie dann wirklich tatsächlich einsatzfähig ist? Ist das schnell genug für den Klimawandel, um den Klimawandel noch abzuwenden? Herkömmliche Kernkraftwerke oder Atomkraftwerke, ganz nach eurem Gusto, brauchen von der Planung bis zum Einsatz, also dass sie die erste Kilowattstunde wirklich ins Netz liefern, brauchen die circa 15 Jahre.
Und Standard-Windanlagen oder Photovoltaikanlagen sind mit 2 bis 5 Jahren am Start. Das heißt, die sind viel schneller. Und jetzt geht es aber vor allen Dingen um etwas, was gar nichts mit Sicherheit oder mit irgendwelchen technischen Problemen zu tun hat, sondern einfach nur eine Formalität ist. Aber diese Formalität ist ziemlich interessant. Wir haben es nämlich mit einem Reaktortyp zu tun, der völlig neu ist. Und der muss genehmigt werden. Das heißt, die Genehmigungsbehörden haben es mit einem Reaktortyp zu tun, von dem sie bis dahin noch nichts wissen. Es ist nicht nur das, wir brauchen eine internationale Genehmigung, also in möglichst vielen Ländern. Und diese internationale Genehmigung muss auch noch zeitgleich passieren. Weil wir werden ja Tausende und Abertausende von Mini-Reaktoren praktisch über den gesamten Globus verteilen, um da was wirklich für den Klimaschutz zu tun. Das ist die Aufgabe. Man ahnt schon, hier könnte eigentlich ein Hindernis liegen, was kaum zu überwinden ist. Diese Form von Rettung gegen den Klimawandel läuft Gefahr, vom Klimawandel überholt zu werden. Ja, und dann natürlich insgesamt, das muss man einfach auch immer wieder mal sagen, der Preis. Also gerade wenn man über Kosten spricht, dann darf man ruhig auch mal wieder darüber sprechen, wie teuer ist denn jetzt eigentlich die Elektrizität von den verschiedenen Energieträgern. Und hier sieht man einfach, von 2009 bis 2019 kann man hier die verschiedenen Kurven erkennen. Die weiße Linie ist die Kernenergie, also die Atomkraft. Und da steht am Ende in den 10 Jahren plus 26%. Wir sehen, wie die Solarkraft und wie die Windkraft billiger geworden ist. Die nukleare Variante, also die Kernkraft oder der Atomstrom, der wird immer teurer, der entwickelt sich zur teuersten Variante und alle anderen sinken in den Erzeugerpreisen. Das ist also jetzt für die USA, lässt sich aber auf Europa oder Deutschland völlig ähnlich übertragen. Vor allen Dingen beeindruckend eben der Preisverfall bei den Erneuerbaren. Der ist ja, also was die Erzeugerpreise betrifft, der ist schon ziemlich deutlich. Und wer jetzt glaubt, dass wir in Deutschland irgendwie einen Trend verpassen würde, wenn wir jetzt nicht endlich wieder in die Kernkraft einsteigen, dann gucken wir uns das mal an hier. Öko schlägt Atom. Also man sieht hier ganz deutlich, wie die Erneuerbaren ausgebaut werden auf der ganzen Welt. Und wie wenig doch eigentlich auf der Kernkraftseite passiert. Also da sieht man auch den Riesenunterschied hier zwischen hier, der Kernkraft und den Erneuerbaren. Das alles durch Mini-Kraftwerke zu ersetzen, das scheint doch kaum möglich zu sein. Natürlich ist die Kernenergie eine Verlockung. Nicht zuletzt, weil eben wahnsinnig viel Energie in einem relativ kleinen Volumen drin ist. Wenn man sich in den 50er Jahren anschaut, mit welchem Pioniergeist überall auf der Welt Kernkraftwerke gebaut worden sind, da dachte man ja wirklich, hurra, also eine Technikbegeisterung. Und inzwischen merken wir halt, der Punkt ist es tatsächlich, der grundlegende Punkt, es gibt auf der einen Seite diese schönen Konzeptionen der Grundlagenforschung im Labor, wo man alle Randbedingungen kontrollieren kann. Und die andere Seite ist eben der Einsatz in der Wirklichkeit. Und unsere Wirklichkeit, die besteht eben nicht nur aus den Problemen, woher kriegen wir den Rohstoff oder wie kann man passive Sicherheit oder aktive Sicherheit miteinander verbinden, sondern da geht es auch durchaus um ökonomische Probleme. Und wenn man diese ganzen Kombinationen zusammennimmt, dann ist Kernenergie eigentlich keine Option mehr. Sind die kleinen Reaktoren der Ausweg aus der Klimakrise, also die kleinen Kernreaktoren? Wäre die Kernenergie sicherer, schneller zur Verfügung und billiger, dann könnte die Kernenergie in Form von kleinen modularen Reaktoren tatsächlich helfen. So aber in der widerspenstigen Wirklichkeit zeigt eben diese Variante von Kernenergie keine dieser Eigenschaften. Sie ist zu teuer, sie ist nicht sicher genug und sie würde auch nicht schnell genug zur Verfügung stehen. Nutzen wir lieber die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nämlich solche, die sicherer sind, die billiger sind und die uns schneller zur Verfügung stehen, die erneuerbaren Energien.